Der German Open ist angesagt und zum 10. Mal hintereinander in diesem Endspiel Steffi Graf. 7 Mal hat sie gewonnen, nur 2 Mal wurde sie bezwungen. Als ganz junges Mädchen 1985, als 15-Jährige noch von Chris Evert Lloyd und 1990 von Monica Seles, von der wir ja alle hoffen, dass sie eines Tages doch in den Welttennissport zurückkehrt. Ansonsten aber stets dominieren Steffi Graf und ihre Gegnerin heute, Brenda Schulz aus den Niederlanden, die gestern überraschend Anke Huber ausschaltete. Und wie? Mit einem imponierenden Spiel, mit tollen Aufschlägen. Also da kann sich auch Steffi heute sicherlich auf einiges gefasst machen. Wir erwarten jedenfalls ein hochinteressantes Endspiel, das Ihnen jetzt Hans-Jürgen Pohmann kommentiert und die Bildführung hat Siegfried Thiel. Ja, vielen Dank, Jochen Spanzel. Begegnung hat noch nicht begonnen. Sie wird in wenigen Augenblicken hier losgehen. Brenda Schulz, die Dame mit dem härtesten Aufschlag in der Szene, schlägt so knapp 190 Stundenkilometer schnell mit ihrem ersten Aufschlag, wenn sie glatt durchzieht. Da hatte gestern Anke Huber ihre großen Probleme mit, denn die Niederländerin, 23 Jahre alt, sie hat in jedem Spiel 1 bis 2 Asse geschlagen. So, 3 Mal haben sie gegeneinander gespielt, die beiden Damen. Olympics in Barcelona auf einem Sandplatz, aber damals war Brenda Schulz noch wirklich übergewichtig, hatte knappe 10 Kilo mehr. Sie hat hart gearbeitet und gerade hier in Berlin hat sie diesem Jahr ganz vorzüglich gespielt. 0-2, erster Satz, Aufschlag, die Titelverteidigerin Steffi Graf. Das haben Sie vielleicht gehört über unsere Außenmikrofone. Die Seite ist im Schläger von Brenda Schulz beim Return gerissen. Und deswegen flog der Ball weit ins Aus. Familie Graf heute komplett. Hintergrund der Freund Michael Bartels, vorne Peter Graf, Klaus Hofstes, Heinz Günther hat rechts im Bild und die Mutter Heidi, die sitzt oben im Turnierhaus und schaut sich das Match von dort an. Aus! 40-0 vor die Löwen. Aus! Spiel war. And Spiel first game. Für Steffi Graf ist es ja bekannterweise nichts Außergewöhnliches, große Endspiele zu bestreiten. Steffi Graf, die auf allen Tennisplätzen zu Hause ist. Und sie sagte hier vor 2, 3 Tagen einmal in einem Gespräch mit der ARD, was habe ich eigentlich noch für Ziele? Sportliche Ziele mit Sicherheit nicht, denn ich habe nun wirklich alles gewonnen. Was mich interessiert, ist eigentlich nur mein Spiel zu verbessern. Da spricht die Perfektionistin. Wir schauen uns einmal die Technik an. Schon zu Beginn heute sieht man ihr an, dass sie ganz einfach ein bisschen motivierter ist als noch vor 2 Tagen gegen Julia La. Bei allem Respekt vor der gut spielenden Französin. Vorbildlich die Beinarbeit der 24-Jährigen, die enorm hart trainiert hat in den vergangenen 14 Tagen. Sie sagte, sie war in Hamburg bei der Niederlage gegen Spanierin Arantxa Sánchez Vicario etwas übertrainiert sogar. Immer dieses Tänzeln zwischen den Ballwechseln auf den Zehenspitzen und diese kleinen Sidesteps. Und die ermöglichen Steffi Graf halt das perfekte Spiel von der Grundlinie aus und natürlich auch die gute Stellung zum Ball. So, Premiere für Brenda Schulz in diesem Finale, die zum ersten Mal aufschlägt gegen die direkt über dem Platz stehende Sonne.
15-0, 15-0. Verzogen, dieser Return vor den Augen von Eberhard Diepken, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, und seinem Amtskollegen aus Moskau, Herrn Luschkow. Also viel Prominenz hier. Wir werden Ihnen sicherlich im Verlauf dieser Begegnung noch weitere Persönlichkeiten präsentieren können. Die Taktik von Steffi Graf ist klar. Wir hatten auch Gelegenheit, uns mit ihr vorher zu unterhalten. Sie will Brenda Schulz ein bisschen aus dem Platz heraustreiben auf der Vorhandecke, damit dann die Rückhandecke der Niederländerin meistens frei ist. Wir werden das sicherlich im Verlauf dieser Begegnung noch das eine oder andere Mal erleben können. Gute Reaktion von Steffi Graf vorne am Netz. Und dabei ist es erstaunlich, dass sie eigentlich nach wie vor so selten nach vorne marschiert. Gestern 8-mal in der Begegnung in ihrem Einzel gegen Jana Nowotna. Denn Steffi Graf war ja schon einmal Wimbledon-Siegerin im Doppel zusammen mit Gabriela Sabatini. Damals gegen Larissa Savchenko und Natalia Zvereva. Eine Zeile stimmt in dieser kurzen Statistik nicht mehr, denn Sie wissen das ja, dass diese Grafik immer vor Beginn einer Veranstaltung aufgestellt wird, aufgezeichnet wird. Das ist auch richtig so.
Aber der Verlauf dieses Turniers hat gezeigt, dass sich das Preisgeld geändert hat. Denn die beiden Finalistinnen erhalten zum jetzigen Zeitpunkt bereits jeder für sich $60.000. Im Übrigen weiterer Prominenter eben eingetroffen, Wirtschaftsminister Jürgen Rexroth. Und mit diesen $60.000 hat Steffi Graf diese unglaubliche Summe von $14 Millionen Preisgeld gestern überschritten. 2-1, noch kein Break in dieser Begegnung. Zenball, 15 Uhr. Aus! 30, 15, 30, 15. Erste Unzufriedenheit bei Steffi Graf, die da nicht sicher ist, ob dieser Rückhandslice noch die Linie berührt hat. Die Linienrichterin wird schon einmal hingebeten. Donna Wink, die Schiedsrichterin im Übrigen, erstmalig in Berlin, ist eine Australierin. Und wie sieht es denn hier aus? Dann zuvor 30-15. Ball ist aus. Wir schauen uns das noch einmal an. Ganz knappe Entscheidung. Ja, mag wirklich daneben gewesen sein. Gibt es da keine weitere Diskussion mehr? Brenda Schulz macht das ganz geschickt. Sie variiert ihren Aufschlag dreimal auf die Rückhand, dann wieder einmal auf die Vorhand. Und Steffi Graf hat ihren Return-Rhythmus noch nicht gefunden. Zwei Beine.
40-15, 40-15. Die Beinarbeit von Steffi Graf vorbildlich, aber Respekt auch vor Brenda Schulz, die hier wirklich sehr frei aufspielt. Das ist ja ihr erstes großes Finale ihrer Karriere. Sie stand achtmal bislang in Endspielen kleinerer Turniere. Heute hier erstmals ein Finale im sogenannten Tier 1 der höchsten Kategorie neben den Grand Slam Veranstaltungen in Melbourne, Paris, Wimbledon und den US Open. Kurze Daten, immerhin auch schon über 1 Million Dollar Preisgeld. Sie war früher einmal Wimbledon Juniorensiegerin. Man hatte eigentlich schon früher mit einem Durchbruch bei ihr gerechnet. Da hatte man verschiedene Trainer bei ihr immer sehen können. Letzte Mal Patrice Nunes und das ist der neue Mann in der Mitte eingeblendet. Die beiden sind auch privat recht gut befreundet, so hat man zumindest den Eindruck. Und das ist Glenn Sharp. Hat bis zum vergangenen Jahr auf der ATP-Tour gespielt. Und wir haben die beiden eben noch ganz kurz vor dem Weg hier auf den Center Court im Garderobenhaus erleben können. Sprachen sehr eng miteinander. Der hat sie noch kurz massiert im Kreuz. Und er hatte zu ihr nur eins gesagt. Hör mal zu, du musst versuchen, deine Chance zu suchen. Hab keine Angst, spiel frei drauf los. Und das macht Brenda Schulz bislang wirklich ganz ausgezeichnet. Unheimlich extremer Westerngriff. Schauen Sie sich das mal an, wie eine Bratpfanne hält der Brenda Schulz ihren Schläger, aber hat dann mit eine Menge Gefühl bei diesen Kurzcross geschlagenen Bällen. Und fantastisch. Nach dem ersten Flugball noch den entscheidenden Schritt nach vorne gemacht von Brenda Schulz. Drei beide, wir erleben hier bislang ein gutklassiges Endspiel.
standby. 15 Uhr. Überragende Beinarbeit von Steffi Graf, immer wieder mit diesen kleinen Schritten. Gut gespielt, überraschend gespielt von Brenda Schulz. Und schauen Sie sich an, was Frau Graf da macht. Ein Gegenstand. Perfekt. Spiel Graf. Interessant zu sehen, was da passiert ist. Viel, viel Taktik in dieser Begegnung. Ich habe Ihnen das vorhin schon mal gesagt, gibt es ja sehr viel Prominenz, die sich dieses Endspiel anschauen wollen, das Sportereignis mit in dieser Stadt. Und ich glaube, dass mein Kollege Jochen Spranzel eine ganz prominente Sportlerin an seiner Seite hat. Bitte schön. Ja, Katharina Witt gehört auch zu den Zuschauern hier und ich nehme an, auch ein bisschen zu den Steffi Graf-Fans, oder Kathi? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich gefreut, Steffi mal live zu sehen und bin auf jeden Fall wegen des Tennis hier und Steffi hoffentlich gewinnen zu sehen. Alle meinen ja, Steffi Graf habe leichtes Spiel gegen Brenda Schulz, aber man sieht so mit dieser Aufschlagstärke... Nee, auf keinen Fall. Also es ist schon spannend. Spielen Sie denn auch ein bisschen Tennis manchmal? Ich spiele ein bisschen Tennis im Sommer, aber es ist mehr Freizeitsport. Also kein Ausgleichssport fürs Eiskunstlaufen? Naja, ein bisschen schon für die Kondition und so, aber es lässt sich natürlich nicht mit den Profis zu vergleichen. Okay, dann hoffen wir alle, dass es hier noch ein weiter tolles Spiel gibt. Ein bisschen Regen könnte kommen, also wir müssen alle einen Daumen drücken. Danke, Kathi Witt. Zurück zu Hans-Jürgen Pummer. Vielen Dank, Jochen Spranzel. Vielen Dank, Katharina Witt. Sportlerin hat gesprochen mit sehr viel Sachverständnis. Und es sieht wirklich nicht so gut aus im Moment. Hoffen wir, dass die Wolken wegziehen. Es sind vielleicht hin und wieder kleine Schauer vorgesagt worden. Oh. Völlig verschätzt. Da zeigt sich Steffi Graf selbst den Vogel. Oh, das darf man nicht ernst nehmen. Völlig verschätzt.
schwierige Bedingungen. Ein relativ schwer zu berechnender Wind ist hier über dem Center Court im Moment. Ja, viel Mode hier auf dem Center Court und zum zweiten Mal ist die Seite im Schläger von Brandner Schulz gerissen. Den ersten hat sie schon wieder zum Bespanndienst gegeben. Wir haben ja neulich mal innerhalb der ARD in so einen Beitrag über den Bespanndienst präsentiert. Fehler, und das bedeutet, dass Brandner Schulz jetzt mit neuem Schläger nur den zweiten Aufschlag servieren darf. Vielleicht die Möglichkeit für Steffi Graf. Zweiter Aufschlag. Spielschutz. Zum dritten Mal der Weg von Steffi Graf nach vorne ans Netz. Sie hat eigentlich in den vergangenen Spielen ein bisschen zu wenig gemacht. Hat Brandner Schulz zu sehr die Initiative überlassen. Da müsste sie jetzt ein bisschen anziehen. Ich glaube, das wird sie auch. Jawohl. Bravo. Wie gesagt, schwierige Bedingungen im Moment auf dem Center Court. Der Wind dreht sich ständig. Ist ein bisschen kühler geworden. Aber für die Zuschauer sicherlich ein gut anzusehendes Endspiel bis zum
bis zu diesem Zeitpunkt. Wobei man natürlich grundsätzlich über das Niveau im Damentennis sprechen muss. Hier haben wir eingeblendet für uns den starken Wind direkt am Berliner Hundekehlensee. Und dahinter ist ja die neue ICE-Strecke. ICE fährt seit genau 12 Monaten hier auch in Berlin. Ja, lassen Sie uns kurz über das Niveau im Damentennis sprechen. Da gab es vorhin eine Pressekonferenz des Turnierdirektors Eberhard Wenzki zusammen mit Herrn Henke von der Management Group, International Management Group, Donna Wenk im Übrigen, die Schiedsrichterin, ohne Probleme bislang. Da meinte Turnierdirektor Wenzki, man kann zufrieden sein, dass es so viele neue Gesichter gibt. Da kann man natürlich auch geteilter Meinung drüber sein. Ist natürlich nicht ein allzu gutes Niveau gewesen bei dieser Veranstaltung. Ja. Im Damentennis schlechthin. Es gibt keine Monika Seles, es gibt kaum noch eine Martina Navratilova, Mary Jo Fernandes nicht mehr dabei, Jennifer Capriati nicht mehr dabei, Manuela Maleva Franier, die hört auf, die will Mutter werden. Also viele prominente Gesichter fehlen. Es gibt eigentlich kaum Spielerinnen, die nachkommen. Aber Brenna Schulz ist vielleicht eine Spielerin, die demnächst unter den Top Ten mal sein kann. Von ihrem Potenzial her hat sie durchaus die Möglichkeiten. Da ist sie endlich wieder mal explodiert bei ihrer Vorhand, Steffi Graf, die sichtlich Respekt vor den Aufschlägen von Brenna Schulz hat. Voll motiviert, ohne jedes Anzeichen von Angst, Brenna Schulz, die wirklich für ihre Verhältnisse vorzüglich spielt. Steffi Graf sicherlich noch nicht in Bestform, aber Respekt vor der Niederländerin, 23 Jahre alt.
mutig durchgezogen mit einem extremen Rückangriff da von Brenda Schulz. Zu früh hat sich da Brenda Schulz auf ihre Vorhandseite konzentriert. Steffi Graf jetzt enorm angriffsfreudig. 40-15. Hopp, 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 hopp. Knapp aus. Auf der Linie. 40-30. Sie versucht was, die Brenda Schulz. Nicht? Sie bringt hier ihre Ideen in das Spiel. Da haben wir noch kurz gesehen, dass der Ball dann absprang von der Linie. Immer noch Spielball für Stefanie Graf. Aus! Spiel Graf. Auch wenn dieser letzte Return uns ausging, die Brenda Schulz lässt sich was einfallen in ihrem Spiel. Mal unterschnitten, dann wieder mal aggressiv gespielt. Und dann natürlich der Weg nach vorne an das Netz. Hier vorne spielt sie übrigens auch sehr gut. Gute Doppelspielerin dazu. Ich glaube, das war dieser letzte Return. Als Slice wollte da Brenda Schulz den Ball zurückspielen. Bisschen zu sehr nachgegeben. Oder das ist eine Studie aus einem anderen Ballwechsel. Schauen wir ganz einfach mal hin. Sie hat viel getan für ihre körperliche Fitness. Hier spielt sie den Ball unterschnitten zurück. Das sieht man an der Griffhaltung. Sie hatte schon zu Beginn unserer Übertragung in den vergangenen 24 Monaten bestimmt 10 Kilo abgenommen. Vielleicht war da auch ihr Landsmann Richard Krejcik mal mitverantwortlich. Sie wissen das, ein Spieler, der mal unter den Top 10 war. Der sagte ja vor 2 Jahren in Australien, der größte Teil der Damen ist übergewichtig. Ist ja auch eine große Diskussion im Damentennis momentan. Und das hat sie sich wohl sehr zu Herzen genommen. 6-5, mal sehen, ob Steffi Graf jetzt einen Break schafft, ob sie sich was einfallen lässt bei ihren Returns. Steht ja relativ eng an der Grundlinie. Sie
Oh je, 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 je. Verschenkt, vielen Dank. Stefanie hat da eben Brenner Schulz so halb verschmitzt rübergerufen. 40-15. Die ganze Seite war auf. Zwei Spielbälle zum Tiebreak. Doppelfehler. 40-30. Viel riskiert. Und Brenner Schulz hat ihren eigenen Aufschlag im Aus gesehen. Deswegen hat sie ein bisschen spät reagiert. Hola, à la bonne heure. Wir sind beim Tiebreak. Das Schöne daran, dass diese Begegnung nicht nur ausgeglichen ist, sondern Brenner Schulz tatsächlich den Mut hat, etwas zu riskieren. Zu harmlos die Returns von Steffi Graf, die sich ganz einfach zurückfallen lässt. Da passiert zu wenig in ihrem Spiel im Moment. Das muss sie registrieren, sonst ist dieser erste Satz aber ganz schnell weg. Vielleicht kommt es jetzt auch zur
der Situation, dass Brendan Schulz anfängt zu realisieren, Mensch, ich habe hier auf einmal eine Siegchance, dass sie vielleicht im Moment ein bisschen zögerlich wird, das kennen wir ja. Die Psyche bei den Tennisspielern, das ist ja fast 80%. Aus. Wir haben es wunderbar eingefangen. Hier der Beweis für Sie, meine Damen und Herren. Vielen Dank an unsere Regie. Und die Chance. Aus. Das war so ein halber Wackelflugball von Brenda Schulz. Nun zwei Aufschläge für Steffi Graf. Tja, da könnte Steffi Graf mal ganz schnell die Netzkante küssen. Das wäre ja ein Ding gewesen, wenn da die Kugel noch über das 91,5 cm hohe Netz hinweg getippt wäre. Schauen wir mal hin. Was für eine schwierige Situation wäre das dann für Steffi Graf gewesen. Ja, 5:4 für die Titelverteidiger. 4:5 aus der Sicht von Brenda Schulz. Aus und... Jetzt bin ich mal gespannt, was die Niederländerin macht. Respekt vor Brenda Schulz, die jetzt nach 46 Minuten ihren ersten Matchball hat. Matchball habe ich gesagt, soweit sind wir nur noch nicht. Vielen Dank an die Regie. Satzball natürlich. Sechs beide. Also mehr können wir nicht bieten, was die Spannung anbelangt. Wirklich unheimlich gut mit anzusehen, wie die Niederländerin vor allen Dingen immer wieder versucht, hier ihr Spiel aufzuziehen. Und Steffi Graf da speziell Probleme hat bei ihren Returns. Der ist gut. Genau im Eck. Einmal durchatmen kurz beim Graf Clan. Nicht zu glauben. Da zieht sie halt die Rückhand durch, holt einen heraus. Nun Satzball für Steffi Graf. Erster Abschlag. Besser kann man halt nicht spielen als dies, die
Weltranglistin Erste gerade wieder diesen Szenen hier uns allen gezeigt hat. Spielt sie die ganze Zeit so ein bisschen verhalten und dann beim Stand von 6 bei dem Tiebreak zweimal die Rückhand. Also eine klassische Bewegung, eng ausgeholt und dann beim Treffpunkt über den Ball die Linie entlang. Und das war dann der Satz nach 48 Minuten. Und dann gibt es auch sogar schon die erste Reaktion. Come on! So Steffi Graf. Also unheimlich gut mit anzusehen. Auch dieser Herr, einer der Klassiker in der Garde der alten, na, was soll man sagen, Kabarettisten. Wolfgang Gruner, das Oberstachelschwein. Herzlich willkommen hier am Berliner Hundekehlensee. Gründer der Stachelschweine. Ein Wort vielleicht noch hier zum Platz. Gestern war das ja ein Acker. Steffi Graf hat heute ebenso noch gesagt, springt ja kaum ein Ball richtig. Wir wollen es da ein bisschen korrigieren vor Günter Fitzmann. Mittlerweile ist das eine ganz gute bespielende Wiese geworden. Bitte hinsetzen, meine Damen und Herren. Dankeschön.30, 40. Ja, Herrn Luschkow haben wir bei uns in der ARD schon vorgestellt vor ein paar Minuten. Der gerade auch im Stadionsprecher begrüßt wird. Nochmals also herzlich willkommen. Links neben ihm der regierende Bürgermeister von Berlin. Ja, wir haben ja beim Spiel zuvor nach dem Tiebreak kurz über den Platz gesprochen. Also muss den Veranstaltern schon sagen, die haben in den vergangenen rund 16 Stunden eine ganze Menge gemacht. Haben viel Sand abgetragen, so dass es heute kaum noch Platzfehler gibt. War ganz einfach viel zu viel Sand auf dem Platz. Das hat eigentlich auch nichts mit der Bindung zu tun. Wir beobachten noch einmal Brenda Schulz. Unheimlich variabel ihre Aufschläge, diese zweiten Aufschläge mit
einem sogenannten Twist gespielt, sodass der Ball hoch abspringt, meistens auf der Rückhandecke von Steffi Graf. Und auch damit kommt sie nicht zurecht. 0-1 aus der Sicht von Steffi Graf im zweiten Satz. Viele Vorhandfehler von Brenda Schulz vor den Augen von Kathi Witt, die wir ja vorhin einmal ganz kurz bei uns im Gespräch hatten mit Jochen Spranzel. Sie sieht heute zum ersten Mal Steffi Graf live bei dem Turnierspiel. Sie haben sich schon mal getroffen, weit vor der Wende, so glaube das war 87 oder 88 in Stuttgart in der Schleierhalle bei der Wahl zum Europasportler des Jahres. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber eins war klar. Sie schimpfte über ihre eigene Vorhand. Da war natürlich auch die Beinarbeit nicht optimal. Schauen Sie mal hin, da war sie gar nicht hinter dem Ball. Jetzt wirklich mal vielleicht eine Möglichkeit für einen Break für Steffi Graf. 0:30. Aber hat die Linie berührt. Hörte sich zumindest so über unsere Außenmikrofone an. Und Donna Wink schaut sich das noch einmal genau an. Ja, ja, gut. Okay.
Der Ball war auf der Linie. Konnte das zwar hier aus dieser Perspektive nicht hundertprozentig sehen, aber unsere Außenmikrofone haben uns da nicht getäuscht. Sich beide. Die Freundin von Steffi Graf, links im Bild, René Stubbs. Er hat sich auch schon mal in Hamburg das Doppel gewonnen, aus 3 Jahren. So. Ball war aus. Oder? Brenner Schulz sagt es von ganz alleine. Brenner Schulz sagt das von ganz alleine. Bleibt sitzen, ist alles in Ordnung. Serviert Brenner Schulz wieder auf die Vorhand, riskiert sie wieder alles beim zweiten Aufschlag. Sie hat es versucht und das lag ja eigentlich schon so ein bisschen auf der Hand, nicht? So viel zu riskieren, das muss mal einen Doppelfehler geben. Damit Breakball für Steffi Graf. Ein später Ruf des Linienrichters, aber dieser Rückhand-Slice-Ball von Brenner Schulz segelte ins Aus. Das erste Break überhaupt in dieser Begegnung ist perfekt. Steffi Graf mit sichtlichem Respekt vor diesen ersten Aufschlägen. Sind auch schwer zu erkennen, in welche Richtung Brenner Schulz sie serviert. Sie ist in der Lage, im letzten Moment mit dem Einsatz des Handgelenks die Richtung ein bisschen zu ändern. Steffi Graf, aber nicht mit dem richtigen Timing beim Return, denn die Härte dürfte hier eigentlich nichts ausmachen. Und ich höre, es soll ganz schnell abgeben zu Jochen Spranzel. Hat er einen Gast? Ja, er hat einen Gast, und zwar Franziska von Almsick, genauso wie Katharina Witt unter den Zuschauern. Franzi, wie gefällt es Ihnen bisher? Super, also ich denke, das ist ein sehr interessantes Spiel. Und wird Steffi das gewinnen? Ich hoffe doch sehr, ja. Kathi hat gesagt, sie spielt manchmal ein bisschen Tennis. Wie ist es bei Ihnen? Naja, also ich habe einmal versucht und dann habe ich es gelassen, weil es doch nicht so meine Seite. Ich denke, ich sollte lieber beim Schwimmen bleiben. Okay, danke Franzi und viel Spaß weiterhin. Hans-Jürgen Pohmann, bitte. Vielen Dank für diese kurze Einlage von Jochen Spranzel und Franziska von Almsick. Viele Sportstars, viele Persönlichkeiten bei diesem Turnier. Das unterstreicht auch die Wertigkeit dieser 87. German Open auf der Anlage des LTTC Rot-Weiß Berlin. 15:00 für den.
Jetzt Signal 49. Bei uns in der Kabine Klaus Hofsess, der Bundestrainer, der uns ganz kurz verraten wird. Spielte Brenna Schulz im ersten Satz so gut oder hatte Steffi Graf zu viel Respekt vor der hartschlagenden Niederländerin? Nein, sie schlägt sehr gut auf, sie variiert sehr gut den Aufschlag und es ist sehr schwer, da den Return, den ersten Ball reinzuspielen. Na, das war sicherlich der am besten herausgespielte Punkt am heutigen Tag. Mit unheimlich viel Gefühl, Brenna Schulz. Spielball für die Niederländerin. Zu lang. Wirtschaftsminister Dr. Günther Rexroth, vorher ja in Berlin zu Hause, jetzt seltener Gast in der Hauptstadt. Klaus Hofsess bei uns im Studio, bei uns in der Kabine. Sind Sie überrascht über die gute Vorstellung von Brenna Schulz? Ich habe ja gestern das Spiel schon gesehen gegen die Anke Huber und das war ja ähnlich. Nur da konnte man auch feststellen, dass nach einer Stunde ungefähr nicht mehr ganz so viele erste Aufschläge ins Feld gehen. Und das kann man jetzt ja auch bemerken, denn sie ist ja sehr schwer und muss ihren Körper da immer nach oben beschleunigen. Und das ist jetzt vielleicht die Chance für Steffi, dann noch einen Break zu machen. Wenn Sie die Leistung von Steffi Graf beurteilen müssen, das ist ja auch Ihre Aufgabe, Ihre Pflicht fast als Teamchef des Deutschen Tennisbundes. Wenn ich sagen würde, sie spielt also vielleicht so 70%, würde ich da sehr falsch liegen? Ja gut, aber der Gegner spielt natürlich sehr gut und genau so, wie sie es eben nicht gerne hat. Sie variiert den Aufschlag auch sehr häufig zur Vorhand nach außen. Da ist die Ausholbewegung etwas länger bei der Steffi. Und man kann den Aufschlag auch sehr schlecht lesen, wohin der Ball geht. Also sehr schlecht erkennen. Ja. Wäre schön, wenn Sie noch einen Seitenwechsel bei uns bleiben würden. 3-2, ein Break führt Steffi Graf im zweiten Satz. 3-2. Thank you.
Nichts passiert, der Herr da am Netz, der junge Sportler hat gut reagiert, hat den Ball von Brenner Schulz kommen sehen. Diese flachen Vorhand bei der Klaus Hofseß, die mag wohl Brenner Schulz angesichts der Griffhaltung überhaupt nicht. Ja, sie hat extrem, sehr extrem Griff und kommt da sehr schlecht unter den Ball. Oder sie muss ihn sehr stark anheben, dann kann Steffi oben drauf. Es folgt das ominöse 7. Spiel. In Breakfield gar nicht so schlecht aus der Sicht von Steffi Graf. 15, 15. Wir haben den Kreis, 14, 14.
Einstand. Deuce. Vorteil Schulz. Spielschulz. Nach wie vor erstaunlich, mit welcher Selbstsicherheit Brenda Schulz da bei ihren Aufschlägen steht. Und dann zeigt uns eben nochmal, was sie falsch gemacht hat bei der Vorhand Klaus Hofse. Sie haben es ja auch gesagt, liegt natürlich am Griff. Ne? Sie bringt den Schlägerkopf da nicht nach vorne. Hier der letzte Ball. Ja, Klaus Hofse, Sie sind der Insider im Graf-Clan. Sie haben ständig Kontakt mit dem Vater. Sie haben ja auch sehr viel dafür getan, dass sich Steffi Graf sich so entwickelt hat. Wie ist die Stimmung da? Ist eigentlich der Freund, der heute da hinten in der Ecke sitzt, wir sitzen ja hier unter uns, ist da eigentlich sehr nervös? Und der Vater? Sind die beide ein bisschen hektisch am Rand? Ja, ich glaube, der Vater ist doch sehr ruhig. Der Freund ist da vielleicht ein bisschen nervöser, obwohl das vielleicht nach außen auch nicht so ausschaut. Mhm. Aber man ist natürlich dabei mit der Spielerin und das ist klar, das geht jedem so, der da drumherum ist. Es ist immer erstaunlich, dass der Vater gerade zu den wichtigen Spielen anreist. Also da scheint er noch eine ganze Menge hinterzustehen, nicht? Ja, sie hat es auch sehr gerne, die Steffi, wenn er da ist. Also vielen Dank, Klaus Hofsitz. Sie werden Sie gleich nochmal in der Loge verfolgen. Wir drücken Ihrer Spielerin die Daumen. 15:15. Neben der Linie dieser Angriffsball von Brenda Schulz. Aber sie versucht was. Ständig bei jedem Ball. Aber der Spielstand ist hier unten eingeblendet. Steffi Graf doch überlegen. Oh, was für ein Aufschlag. Schade im Übrigen, dass wir hier nicht die Computermessung haben auf dem Platz. Ist ja bei allen großen Turnieren ansonsten dabei. Und das gehört natürlich zu einer 750.000-Dollar-Veranstaltung. Ist ja interessant zu sehen, wie schnell auch die Damen aufschlagen können. Keine Verwarnung an Steffi Graf. Da kann sie nichts für. Sind beide 15 Uhr.
Ganz knappe Entscheidung. Ball war hinter der Linie. Na, da hätte ich doch ganz gerne gewusst, wie schnell dieser Aufschlag ist. Das ist ja wirklich unglaublich. Super gespielt. Diese Brenda Schulz spielt ein außerordentlich attraktives Tennis. Schön, dass sie hier diesen Sprung in dieses große Finale geschafft hat. Schauen Sie mal, wie die beweglich ist vorne. Da geht sie tief in die Knie bei diesem schwierigen Ball. Perfekt hineingeschoben. Und damit 5:4 für Stefanie Graf. Und wenn wir uns hier Brenda Schulz anschauen, dann gestatten Sie mir, Ihnen mitzuteilen, dass es heute hier schon ein Finale gab, bereits um 12 Uhr. Eine vorzügliche Begegnung im Damendoppel zwischen den Titelverteidigerinnen und den besten Doppelspielerinnen überhaupt im Circuit. Gigi Fernandez und Natalia Zvereva gegen Jana Novotna, Arantxa Sánchez Vicario. Die Wimbledon-Siegerinnen, Fernandez Zvereva gewann in zwei Sätzen, im zweiten Satz war es sehr knapp. Und das war wirklich toll mit anzuschauen, wie gut das Damendoppel teilweise sein kann. Das ist ja nicht immer der Fall. Und wir konzentrieren uns jetzt auf das vielleicht letzte Spiel in dieser Begegnung. Steffi Graf vielleicht jetzt schon vor ihrem 8. Erfolg in Berlin. 5:4 Führung für die Weltranglistin Erste. Horst Buchholz, der früher mit dem Film Die Halbstarken zusammen mit Karin Bahl bekannt geworden ist, dann die glorreichen Sieben gedreht hat, hier in Berlin einmal im Cabaret aufgetreten ist, als einer der ganz großen, bekannten deutschen Schauspieler. Immer gern gesehen im Hunnikelensee. Ja, das Spiel von Steffi Graf. Das sind ihre besten Schläge. Einsam mal die unterstehende Rückhand und dann der entscheidende Vorhandball. 1:23 sind gespielt. 2 Matchbälle. Auf der Linie. Das macht sie wirklich geschickt, die Brenda Schulz. Also alle Anerkennung. Sie versucht was. Fehler. Ah!
Ja. Ist das nicht schön mit anzuschauen? Zwei freundlich, lächelnde junge Damen. Steffi Graf, die Siegerin. Brenda Schulz zufrieden, dass sie das Finale erreicht hat. Und was habe ich da für ein Schild gesehen? Steffi, du bist Dufte. So schön, dass es hier viele jugendliche Fans gibt. Und auch Ältere, die dafür sorgen, dass die Kinder hier die Steffi so unterstützen. Da haben wir den Matchball aus dem Mittelfeld heraus. Aber eine sympathische Brenda Schulz, die sich hier vorzüglich geschlagen hat, das könnte wirklich sehr bald eine Spielerin unter den Top 10 auf der Weltrangliste sein. Und ist das nicht auch wunderschön? Eine lächelnde Steffi Graf. Friede, Freude, Eierkuchen hier auf dem Center Court. Alle sind sich zufrieden. Wir haben ein schönes Finale gesehen. Und Steffi Graf hat jetzt zum 8. Mal dieses Finale in Berlin gewonnen. Wird einige Minuten dauern bis zur Siegerehrung, aber keine Sorge. Steffi, du bist Dufte, da haben wir es nochmal. Derjenige, der das Schild geschrieben hat, der hat recht. Und ich gebe schnell zu Jochen Franzl. Ja, Steffi Graf, herzlichen Glückwunsch. Zum 8. Mal die German Open gewonnen. Sie haben wahrhaftig wichtigere Turniere gewonnen. Aber 8-mal so ein Turnier zu gewinnen, ist auch schon was Besonderes, oder? Ja, es ist sicherlich das Turnier mit den meisten Erfolgen von mir. Und 8-mal schon gewonnen zu haben, das ist eine unglaubliche Leistung. Ich kann gar nicht glauben, dass ich schon so oft hier war. Aber wenn man daran denkt, mal an die Entwicklung. Sie haben, glaube ich, 1984 waren Sie jetzt zum ersten Mal im Finale, 85 dann. Der Aufstieg und der Aufschwung von Ihnen damals in die Weltspitze ist eng mit diesem Turnier, glaube ich, hier in Berlin verbunden. Ne? Ja, es war mein erster großer Erfolg, oder besser gesagt mein zweiter großer Erfolg. Zum ersten Mal, dass ich gegen Martina Navratilova damals gewonnen habe, in einem doch unglaublichen Match, ziemlich glatt 6-2, 6-3 zu gewinnen. Das war schon für mich so der erste Meilenstein, ehrlich gesagt. Welche Rolle spielt eigentlich Ihr jetziger Trainer Heinz Günthert bei Ihren Erfolgen? Ach, eine sehr, sehr große. Ich meine, er ist jemand, der mir noch etwas zeigen kann, der noch irgendwelche Schwächen sieht in meinem Spiel und der auch die Möglichkeit hat, mich dorthin zu bringen, sie zu vermeiden. Also er ist taktisch, also er hat da sehr, sehr viel Ahnung von und da habe ich mich früher nicht so drum gekümmert. Er hat noch viele, viele Dinge, die er, glaube ich, verbessern kann. Hat er heute auch noch mal mit Ihnen gearbeitet wegen der starken Aufschläge von Brenda Schulz? Ja, ich meine, es ist schwer, natürlich diesen Aufschlag nachzuvollziehen, aber er hat es versucht und eigentlich recht gut, aber so wie sie aufschlägt, ist es wahnsinnig schwer einfach. Gibt es jetzt eine kleine Pause für Steffi Graf? Sie haben schon viele Turniere gespielt, nur ein Spiel in diesem Jahr bisher verloren, bis zum French Open, bisschen Privatleben auch mal? Nicht ganz so viel, leider. Ich habe einige Sponsorentermine in den nächsten Tagen auf dem Plan und dann ist eben schon die Vorbereitung für Paris. Ich gehe relativ früh dorthin und dadurch, dass der Belag etwas anders ist, die Bälle und ich hoffe, dass ich da ein bisschen Ruhe haben werde. Okay, Steffi Graf, vielen Dank und jetzt kommt zur Siegerehrung. Die Leute warten schon ungeduldig. Danke, Steffi, herzlichen Glückwunsch nochmal und ich gebe ab an Hans-Jürgen Pohmann zunächst mal. Ja, vielen Dank, Jochen Spanzel. Und die Siegerehrung wird jetzt also in wenigen Augenblicken beginnen. Das ist die Siegestrophäe. Und alle Beteiligten sind hier auf dem Center Court. Natürlich die Ballkinder. Und die Linienrichter, die diese Veranstaltung im Großen und Ganzen sehr gut über die Runden gebracht haben. Also Kompliment an die Veranstalter. Dies hier ist in der Tat das wichtigste, beste und auch größte Damenturnier in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, neben Wimbledon und Paris. Steffi Graf, die strahlende, zufriedene Siegerin, neben ihr Georgina Clark und Brenda Schulz. Also wirklich noch einmal Kompliment an diese junge Dame, die sich bestimmt noch verbessern kann. Wir haben nun einige Ehrengäste auf dem Platz, die die Siegerehrung vornehmen werden. Da wird gerade erst einmal Georgina Clark vorgestellt, die wir ja eben schon einmal kurz im Bild gesehen haben. Also ein würdiger Rahmen hier für die Siegerehrung, unter anderem mit dabei der Präsident des Deutschen Tennisbundes. Dem hören wir jetzt mal zu, Dr. Klaus Stauder. Herzliches Dankeschön an die beiden Finalistinnen. Zunächst an Brenda Schulz, die mit ihrem couragierten und aufschlagstarken Tennis in dieser Woche in Berlin viele Freunde gewonnen hat und sicherlich eine Bereicherung für das internationale Tennis darstellt. Bravo, genau so haben wir das auch gesehen.
Dieser Applaus gilt ihr. Jawohl. Ja, und nun zu Steffi Graf. 10-mal Finale, 8-mal gewonnen, Rekordgewinnerin der German Open. Diese Zahlen, diese Statistik beweisen, was Steffi Graf für das deutsche Tennis und insbesondere für diese Meisterschaften in Berlin getan hat. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Dieses Turnier lebt von Steffi Graf und sie fühlt sich sehr wohl. Was wollen wir mehr? Ja, und zuletzt noch ein Dankeschön an den regierenden Bürgermeister, an die Stadt Berlin, die die Mittel bereitstellen wird, um diese Anlage so auszubauen, wie es international notwendig ist. Na, das wollen wir doch mal genau zuhören. 20 Millionen sind da erforderlich. Konnte der Deutsche Tennisbund diese Meisterschaften bis zum Jahre 2007 nach Berlin vergeben. Und ich glaube, das ist gut fürs deutsche Tennis und wichtig für die Stadt Berlin. Dankeschön. Der regierende Bürgermeister war angesprochen. Ich bin fast sicher, dass er darauf irgendwie eingehen wird. Liebe Tennisfreunde, liebe Berlinerinnen und Berliner, meine Damen und Herren, ich möchte drei Anmerkungen machen. Das erste, Dank an Brenda Schulz. Ich glaube, sie hat das Spiel heute spannend gehalten und sie war für uns ein Vorbild für gute Aufschläge. Die zweite Anmerkung, Herr Dr. Stauder hat eben darauf hingewiesen, bis zum Jahre 2007 ist German Open für Damen hier in Berlin gesichert. Ich bedanke mich ausdrücklich beim Deutschen Tennisverband. Sie merken, lieber Dr. Stauder, der Beifall an der Stelle ist aus einem Grunde nur noch nicht so heftig, weil jeder jetzt auf die nachfolgende Bemerkung von mir wartet. Sie kommt. Ich weiß, wir sind dann auch noch in einer Bringschuld. Und wie ich weiß, wir müssen dieses Stadion, diesen hervorragenden Platz, dann für die nächsten Jahre auch in einer Form ausbauen, wie es international angemessen ist. Und ich bin sicher, die Berlinerinnen und Berliner und die Politik in dieser Stadt werden das tun. Meine Bemerkung, die Berlinerinnen und Berliner und die deutsche Politik war bewusst gewählt. Und Sie können sich gerade bei der Reaktion dann auch darauf verlassen. Und nun meine dritte Anmerkung. Herzlichen Glückwunsch, Steffi Graf. Das war heute ein besonderer Sieg, weil es dazu führt, dass im Grunde im internationalen Vergleich es kaum jemand geben wird, der diese Zahl von Siegen hier bei der German Open und auch hier in Berlin wiederholen kann. Herzlichen Glückwunsch. Und nun, glaube ich, komme ich dazu, dass ich den Ehrenpreis überreichen darf. Also wir haben hier eine strenge Reihenfolge, wir wollen uns auch mal dran halten. Kleine Sekunde. Beginnen wir mit Brenda Schulz, mit dem zweiten Platz. Und sie ist ja heute wirklich schon ja, im Mittelpunkt gewesen. Ja, sie ist hier wirklich im Mittelpunkt gewesen. Brenda Schulz, die vorzügliche Finalistin hier in Berlin. Und sie erhält vom Vorsitzenden des LTTC Rot-Weiß, Wolfgang Hofer, ihren Ehrenpreis. Dazu im Übrigen 60.000 Dollar und das ist ja auch nicht so schlecht. Ich gehe davon aus, dass sie hier noch einige Worte an Sie richten wird.
Das war noch nicht alles. Herr Wolfgang Steinriede überreicht nun den offiziellen So, wir werden Pokal sicherlich dann auch gleich noch die Waterford Crystal Irland. Worte, die Dankesworte von Brenda Schulz hier auf dem Center Court hören. Siegerehrungen sind ja mal sehr beliebt, nicht nur bei dem Publikum auf dem Center Court, sondern auch bei Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren. Und irgendwie steht ja dieser Beifall, diese Ehrung, steht ja auch den Spielerinnen zu, die sich hier über 7 Tage lang so vorzüglich durchgespielt haben. Ja, wie soll Brenda Schulz jetzt das Mikrofon halten? Das ist die große Frage. Brenda, vielleicht doch noch ein paar Worte zum Publikum. Ja, bitteschön. Deutsch. Auf Deutsch. Gestern war das sehr gut gegangen in das Interview. Aber ich wollte all die Leute bedanken, die sind heute gekommen hier. Hoffentlich war das ein guter Match. Ich wollte all die Sponsoren bedanken. Ja, aber bitte nicht einzeln aufzählen. Das ist viel Geld, was wir bekommen. Die Bankgesellschaft in Berlin. Ah, dann haben wir es doch noch gehört. Das ist ja wunderbar. Aber das gibt es natürlich weltweit. Das gehört dazu. Das haben die Spielerinnen schon so in ihrem Repertoire drin. Danke. Glennie Schaap, ihr war sehr gut. Da ist der Coach, Glennie Schaap, links. All die Ballenkinderen, sie haben sich sehr gut gedaan, also. Das ist ein bisschen mixed, Englisch und German und alles together. All die Leute hier, ich liebe das Turnier. Ich habe letztes Jahr sehr gut gespielt. Und hoffentlich nächstes Jahr wieder. Und auch die Chauffeurs, der Mercedes-Benz Chauffeur. Ja, also dann haben wir auch noch eine Autofirma hier gehabt bei diesem Turnier. Die wechseln sich ja glücklicherweise immer ab. Danke, Brenda Schulz. Nun zur Siegerin der German Open 1994, Steffi Graf. Und nun also die Ehrung für Steffi Graf. Und sie erhält den Ehrenpreis vom Präsidenten des Deutschen Tennisbundes, Dr. Klaus Stauder. Da haben wir sie, die strahlende Siegerin, Steffi Graf, mit dem Pokal, das Bild des Tages. Ich gebe deshalb zu Jochen Spanz. Ja, ich glaube, wir haben tollen Tennissport hier gesehen auf der Rot-Weiß-Anlage in Berlin. Und von einer Live-Veranstaltung gehen wir ganz schnell zu einer anderen. Da gibt es ein Vier-Länder-Pokal-Turnier im Handball, und zwar in Paris, als Vorbereitung auf die Europameisterschaft im nächsten Monat in Portugal. Die Deutschen haben schon gewonnen gegen Japan und Ägypten, heute gegen Frankreich das Endspiel. Live die Schlussphase mit Jürgen Emich.